Die Bau- und Immobilienwirtschaft wird die gesetzten Klimaziele nicht ohne den durchgängigen Einsatz von digitalen Zwillingen im Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden erreichen. Wir am Fraunhofer IAO unterstützen Sie und Ihr Unternehmen gerne dabei vom ersten Schritt bis hin zur Umsetzung. Mein Name ist Günther Wenzel. Ich leite am Fraunhofer IAO das Forschungsteam Building Culture Innovation. Wir beschäftigen uns mit der gebauten Umwelt in allen Lebenszyklusphasen. Wir nutzen dabei sehr stark Digitalisierung und digitale Methoden und Werkzeuge, um diese Prozesse effizienter zu gestalten und vor allem um die Kommunikation in diesen Prozessen besser bewerkstelligen zu können, transparenter zu machen und effizienter zu machen. Unter dem digitalen Zwilling eines Gebäudes versteht man die prinzipiell mal digitale Repräsentanz eines Objektes, in diesem Falle eben des Gebäudes. Wir stehen ja jetzt hier auch in einem digitalen Zwilling bei uns im Immersive Participation Lab am Fraunhofer IAO. Die Potenziale des digitalen Zwillings liegen an ganz verschiedenen Stellen. Ich möchte mich da mal beziehen auf den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung und die dort beschriebenen Nachhaltigkeitsziele, gerade in Bezug auf das Bauen und Betreiben von Gebäuden. Und da sehen wir beispielsweise einen ganz großen Schwerpunkt in der Kreislaufwirtschaft. Wir sehen einen großen Schwerpunkt in der Finanzierung mit ESG-Kriterien. Wir sehen einen Schwerpunkt bei der Effizienzsteigerung des Bauens und Bewirtschaftens von Gebäuden. Wir werden für jede Gebäudeart oder Bauwerksart einen digitalen Zwilling benötigen. Wir werden die Herausforderungen, vor denen wir stehen, bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele nur bewältigen können, wenn wir tatsächlich durchgängig von jedem Bauwerk, sei es eine Brücke im Infrastrukturbau, ein Wasserkraftwerk in der Energiesektor oder ein Wohngebäude, wir werden von all diesen Bausteinen, aus denen unsere gebaute Umwelt besteht, digitale Zwillinge benötigen und die dann eben auch verschalten müssen, um Energieströme, Logistik, Mobilität so zu bewerkstelligen, dass wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Der Aufwand bei der Erstellung und Pflege des digitalen Zwillings wird sich sehr schnell lohnen, allein dadurch, dass wir enorme Potenziale heben durch ein vernetztes, integriertes, durchgängiges Management unserer gebauten Umwelt. Gerade wenn man da jetzt ins Detail geht, hat der digitale Zwilling immer wieder so eine Schlüsselstelle. Bei den ESG-Kriterien, da wird man aus dem digitalen Zwilling für die Finanzierung ableiten können, was sind für Materialien verbaut, was hat es für einen Fußabdruck, was für graue Energie steckt da im Gebäude. Und so wird man also aufgrund dieser Informationen die Bewertung, die Finanzierung und auch das Investment in Bezug auf Gebäude aus digitalen Zwillingen ableiten und dort auch wieder dokumentieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist noch, wir müssen die Qualität, aber auch die Effizienz des Bauens und Betreibens unserer Gebäude steigern. Wir haben letztendlich einen enormen Stau an Aufgaben, an Investitionen auch, die getätigt und umgesetzt werden müssen. Und die Bauwirtschaft kommt gar nicht hinterher. Diese Effizienz, die dafür nötig ist, die muss in kürzester Zeit aufgebaut werden. Und ich bin überzeugt davon, dass wir es nur schaffen, wenn wir integriert in digitalen Zwillingen diese Prozesse und Vorgänge dann planen und so gestalten, dass es dann auch später effizient umsetzbar ist. Also es wird so sein, dass der digitale Zwilling nicht auf einmal komplett fertig ist und ich kann mit dem kaufen von der Stange, sondern es wird in jedem Anwendungsfall so sein, dass die Ressourcen, die benötigt werden, daraus gezogen werden, was A an Bestand da ist und B noch als Delta, als Gap sozusagen benötigt wird, um einen gewissen Anwendungsfall dann auch durchführen zu können. Zur Erstellung eines digitalen Zwillings werden Ressourcen benötigt, sowohl bei der Ersterstellung, bei der Initialisierung, wenn man so möchte, als auch dann später bei der Pflege des digitalen Zwillings. Bei der Ersterstellung stützt man sich auf Daten, auf Informationen
aus vorgelagerten Prozessen, beispielsweise aus der Planung. Dort würde man in den digitalen Zwilling Daten übernehmen aus dem Building Information Modeling, aus den Planungsdaten. Man würde die anreichern mit Sensordaten aus dem aktuellen Gebäude und das dann eben ständig aktualisieren. Und im Betrieb würde man jede Änderung, die dann am Bauwerk vollzogen wird, eine Umnutzung, was auch immer, eine Sanierungsmaßnahme, vielleicht aber auch ein Rückbau, würden all diese neuen Informationen dann auch wieder im digitalen Zwilling abgelegt werden müssen. Er würde dann quasi buchstäblich über den ganzen Lebenszyklus hinweg gepflegt werden müssen. Und auch dafür sind Ressourcen nötig und einzuplanen. Die ersten Schritte zur Erstellung eines digitalen Zwillings sind erstmal die Sichtung von vorhandenem Material aus vorgelagerten Prozessen, verschiedene Daten, Informationen, die man zusammensucht. Dann ist es sehr wichtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen über den Anwendungsfall und die Anforderungen an den digitalen Zwilling. Und daraus resultiert dann letztendlich auch als Delta die noch nachzupflegenden Daten, die man dann erstellt aus verschiedenen Bestandserfassungssystemen heraus oder die man erstellt aus dem Verbinden mit Sensordaten und dergleichen mehr.